Diesen Podcast widmet Ihnen ja natürlich das Bio, an dem so viel mehr dranhängt. Ihr hört Edition Zukunft Klimafragen, den Standard-Podcast über Klima und Umwelt. Ich bin Julia Beirer. Hitze, Trockenheit, Starkregen und Überschwemmungen. Extreme Wetterereignisse wie diese bringen Landwirtinnen und Landwirte immer häufiger in die Bredouille. Genau dagegen will Michael Suku etwas unternehmen. Der Biologe forscht seit Jahrzehnten zu den Themen Naturschutz, Wassernutzung und Landwirtschaft. Sukus Ideen einer zukunftstauglichen Landwirtschaft drehen sich hauptsächlich um Bodenschutz. Warum es viel mehr Regenwürmer, dafür aber gar keinen Mais mehr braucht, darüber sprechen wir mit ihm in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen, Herr Suku. Ja, ich freue mich ganz sehr auf die Sendung und begrüße die Hörer. Das Thema ist für mich das große zentrale Thema, was mich bewegt, die Zukunft im Umgang mit unserer Kulturlandschaft. Genau, Sie haben es jetzt schon angesprochen. Unser heutiges Thema ist die Zukunft der Landwirtschaft. Damit befassen Sie sich seit vielen Jahrzehnten, kann man sagen. Sie sind auch auf einem Bauernhof aufgewachsen. Wir wollen heute also Ihre Ideen einer zukunftstauglichen Landwirtschaft diskutieren. Und damit wir jetzt am Anfang alle am selben Punkt starten, hätte ich gern von Ihnen einen Überblick zum Status quo. Der Sommer neigt sich gerade dem Ende zu. Was ist Ihre Bilanz? Wie ist es um unsere landwirtschaftlichen Flächen bestellt? Ja, der Klimawandel läuft unabwendbar mit immer größerer Intensität. Dieses Jahr wieder ein Extremjahr. Wenn ich jetzt auf unser Deutschland schaue, eine Frühjahrstrockenzeit über 2-3 Monate, kein Regen, Ostwinde, die ich noch nie erlebt habe. Dann eine Hitzewelle im Sommer mit einzelnen gewaltigen Starkregen, wie ich sie auch noch nicht hier für unser Mitteleuropa kenne. Und jetzt immer noch, ja schon eigentlich im Frühherbst, eine ungewöhnliche Wärme, 30 Grad. Und das alles bringt eine Austrocknung der Landschaft mit sich, wie ich sie noch nie erlebt habe. Es ist all die große Zahl von Seen, die wir haben, haben tiefe Wasserstände, 2-3 Meter. Alle flacheren sind ausgetrocknet und es gilt nicht nur für hier diesen östlichen Teil Deutschlands, sondern für den Süden Deutschlands, selbst im regenreichen Niedersachsen, Austrocknung, Austrocknung, Austrocknung. Okay, das ist jetzt einmal eine dramatische Bilanz. Wie können denn jetzt Landwirtinnen und Landwirte darauf reagieren? Was muss sich denn verändern, dass auf unseren Äckern auch weiterhin Kulturpflanzen wachsen können, von denen wir uns ja ernähren? Ja, das ist richtig. Es geht um eben Nahrung und Trinkwasser. Und Trinkwasser ist das, was jetzt allmählich begriffen wird. Das ist hohes Gut, was immer knapper wird. Wir haben Gebiete, größere Landschaftsräume im mitteldeutschen Raum, hier im Osten Deutschlands, in neuen Bundesländern, die kein Grundwasser mehr bilden, weil eben mit den hochintensiven Kulturen, Mais und so weiter, die eher wahnsinnig Wasser brauchen, gerade bei diesen Austrocknungen, da ist eben ein Wasserdefizit. Und das Wasser, was noch Grundwasser wird, ist so hoch belastet mit Schadlaststoffen, mit Düngern, dass es als Trinkwasser gar nicht mehr verwendet werden kann. Und deshalb jetzt die Krise in der Versorgung der Stadtkulturen Berlin und so weiter mit trinkfähigem Wasser. Und da ist man jetzt so weit, dass man schon denkt, Entsalzungsanlagen an der Ostsee zu bauen und dann in großen Leitungen das Wasser wie in Arabien dann in die Städte bringen. Also es zeigt der Landschaftswasserhaushalt hochgradig verändert, gestört und wir müssen alles tun, um wieder Versickerung, Grundwasserbildung in Menge und Güte zu erreichen und das verlangt eine ökologisch orientierte Landwirtschaft. Eine
ökologisch orientierte Landwirtschaft verlangen Sie also? Da würden jetzt einige Landwirtinnen und Landwirte wohl dagegenhalten, das machen wir ja eh schon. Was fordern Sie denn da konkret? Was sind da konkrete Ideen, die Sie haben, die umgesetzt gehören, Ihrer Meinung nach? Die Landwirtschaft ist subventioniert und das ist richtig. Die Stadtkulturen müssen den ländlichen Raum mittragen und deshalb ja eben Honorierung. Und da war bisher in der EU ja am Beginn, so als ich dann in die neue Gesellschaftsordnung kam im Westen, da war eben pro Hektar eben 400, 500 Euro allein für den Besitz von landwirtschaftlicher Fläche, um die Produktion damit zu forcieren. So. Und diese, ja, ohne eine ökologische Leistung allein für den Besitz, allein für das Eigentum zu geben, das ist etwas, was völlig überlebt ist, was aber von Lobbygruppen in Brüssel und auch von den großen Agrarindustrien, die also die Maschinen herstellen, die ganze Düngerindustrie, die ganze Industrie mit den Pflanzenschutzmitteln, mit den Pestiziden, so, die kämpfen natürlich dagegen. Und wir müssen jetzt und sofort korrigieren. Es kann nur noch bezahlt werden, wenn etwas dem Gemeinwohl dient. Und das heißt, der Acker muss der wichtigste Grundwasserbildner wieder werden, wie es ja über Jahrhunderte, die letzten Jahrhunderte war. Der Wald braucht sein Wasser selber, da können wir keine Ringleitung mehr bauen, aber die Äcker müssen umgestellt werden auf ökologischen Landbau und das ist eben Humus, Regenwurm und weg von den schweren Maschinensystemen. Gehen wir es mal der Reihe nach durch. Humus, Regenwürmer und weg von den schweren Maschinensystemen. Humusaufbau, Humuswirtschaft, wie funktioniert das? Das war früher, ich bin ja nun die letzte Generation von noch auf dem Lande als Bauernsohn groß geworden. Und dann kam die Zwangskollektivierung 1960 und dann eben die Intensivierung im Sozialismus und jetzt noch viel, viel effektiver oder effizienter wird er genannt durch unser jetzt kapitalistisches System. So. Bei meinem Vater, bei meinen Eltern war Humuswirtschaft das Allerwichtigste. Und am Sonntag, Vater Wilhelm, Mutter Käthe mit ihren beiden Reitpferden sind über die Ecke und haben nachgedacht. Und da stand der Humus im Mittelpunkt. Und Humuswirtschaft bedeutet eben den Boden füttern mit organischer Substanz. Und dann hat der Regenwurm Nahrung und dann durchlöchert der Regenwurm den Boden. Jetzt wieder eine Infiltration möglich und der Regenwurm ist in der Lage, indem er die organischen Reste, das Kohlenstoffgerüst von den Pflanzen, die Wurzeln und so weiter frisst, zusammen mit Schluff und Ton. Und dieses Durchmengen im Darm des Regenwurmes führt dann zu einem Dauerhumus, der ganz stabil ist. Und das ist das Höchste und das Fruchtbarste, was wir uns vorstellen können. Und das ganze System Regenwurm, Dauerhumus ist praktisch weitestgehend zerstört, ausgelöscht. Hundertwasser, der große Künstler und Visionär, hat so ein, zwei Jahre vor seinem Tod einen Satz geprägt, den ich, wo ich kann, den Menschen sage, und um sie ins Gewissen zu reden. Und das lautet, alle großen Zivilisationen dieser Erde waren am Ende, als der Humus zerstört war. Wir werden folgen, wenn wir diese dünne Haut des Lebens nicht erhalten, nicht vermehren und deshalb der Humus steht im Mittelpunkt und mit dem Humus der Regenwurm. Was ich jetzt noch nicht verstanden habe, ist, wenn der Humus auf gewissen Äckern immer dünner wird oder teilweise vielleicht sogar schon verschwindet oder verschwunden ist, wie baue ich den dann wieder auf? Was kann man da machen? Das ist das, was ein Großteil der hochstudierten Landwirte, die ganzen Techniksysteme und die Düngerarten und das alles kennen, überhaupt nicht mehr gelehrt bekommen. Da gab es einen schönen Begriff, das ist die Bodengare, den heute kaum noch jemand kennt. Und die Prüfung war, man nahm den Spaten und steckte den in den Boden und dann guckt man raus und schüttelte und dann zerfiel dieser Boden in lauter kleine Partikel. Und diese Bodenpartikel sind dann Humus angereichert. Und in diesem wunderbaren Boden, da purzelten früher die Regenwürmer heraus,
wenn man so das, und dieses Schütteln ein wenig zeigt ein Boden mit seiner Lockerheit, der in der Lage ist, allen Niederschlag vom Himmel aufzubringen, aber nicht abfließen zu lassen, sondern in den Untergrund zu führen. Und das gab dann das Grundwasser. Und da für mich eben jetzt dem Landwirt oder der Landwirtin, unter dessen Acker noch Grundwasser entsteht, in Menge und Güte, also dass ich trinken kann, denen gehört eine Prämierung. Das sind die ökologischen Leistungen. Das wird das immer knapper werdende Gut. Und dazu müssen wir weg von der agrarindustriellen Vernutzung unserer Böden. Und das noch durch Steuerzahler mit der Prämie des Flächenbesitzes, ohne an ökologische Leistung gebunden zu sein. Das muss jetzt und sofort und gleich aufhören, wenn wir überhaupt noch zukunftsfähig werden wollen in den nächsten Jahrzehnten. Sie würden also beim Geld ansetzen, habe ich das jetzt richtig verstanden? Prämierung ökologischer Leistung, an erster Stelle die Grundwassermenge und Güte in Wert setzen, kann man alles wunderbar, wir haben überall Messstellen und so weiter. Zweitens, wie viel Humus und davon Dauerhumus hat ein Acker oder ist er vernichtet? Und dann eben der Regenwurm als nun Indikatorart. Und das zusammen werden eben die ökologischen Messzahlen und dann aber angepasst eben je nach Standort. Ist es eine reliefierte Landschaft, dann werden die Ansätze, ökologisch zu wirtschaften, noch viel, viel größer, um die Erosion zu beseitigen. Ist es eine Landschaft in einer humiden Region, wo noch genug Niederschlag fällt am Alpenrand, da ist es auch anders zu bewerten, wie in diesen riesigen Räumen, die subkontinentales Klima jetzt schon haben. Also hier in Brandenburg, in Vorpommern, im mitteldeutschen Trockengebiet, haben wir jetzt schon eine neue Klimaform und das ist ein Waldsteppenklima. Die Niederschläge, die dort so 500, 600 Millimeter waren, als ich Kind war, die sind jetzt bei 450 zum Teil schon darunter. Und das ist nicht mehr ein humides Klima, sondern in Richtung semi-arid. Das heißt also Wassermangel. Und da auf diesen Äckern können wir mit unseren herkömmlichen Pflanzen, vor allem dem Mais, überhaupt nicht mehr weiter wirtschaften. Das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Die Wahl der Kulturpflanzen, in welche Richtung wird das denn gehen? In Österreich wird viel Mais, Kartoffel, Zuckerrübe und auch Weizen angebaut. Sind diese Pflanzen zukunftstauglich? Also in Teilen gar nicht mehr. Also der Mais ist eine subtropische Frucht. So, sie hat ein halbes Jahr. Frost kann sie nicht ertragen. Sie kann erst im Mai gesät werden. So, und im Oktober muss sie dann beerntet werden. Das ist eine Pflanze, die ein halbes Jahr hat. Und in diesem halben Jahr muss sie 3 Meter hoch werden, muss wahnsinnige Kolben ansetzen, um eben diesen Mais zu, die Maisfrüchte, Samen zu produzieren. Also das ist eine Frucht, die überhaupt nicht hier mehr angebaut werden darf. Und die wird auch in aktuell ja nicht für Nahrung verwendet, sondern eben in die Verbrennung der Erzeugung von Biogas praktisch. Und ein Drittel der Äcker hier in diesem Ostdeutschland sind Maisäcker, die verbrannt werden, weil man sagt, wenn ich ökologisch wirtschafte, habe ich nicht mehr so hohen Ertrag. Und wir haben genaue Berechnungen, auch große Unternehmen, aufgeklärte Forschungsinstitute haben das nachgewiesen. Wir könnten uns, und das gilt genau für Österreich, von unseren Äckern mit Regenwurm und Humus gut ernähren, wenn wir eben die ökologischen Leistungen in Wert setzen. Und dann ein Satz, den ich nach Journalisten immer sage, gesunde Böden, gesunde Landschaft, gesunde Nahrung, das gibt dann auch gesunde Menschen und die sind meistens auch fröhlich. Und wie sieht diese gesunde Nahrung dann aus, wenn kein Mais mehr angebaut wird? Was wird dann stattdessen angebaut? Gut, dieser Mais wird ja nicht an die Menschen verfüttert, sondern da werden die Rinder, die armen Kühe, die 25 Liter Milch pro Tag bringen müssen. So weit sind die so abnorm durch die Forschung gezüchtet worden, also höchste Masse. Und das ist ein Tier, was Gras frisst. Die Rinder sind Steppenkinder.
und haben immer mit dem Gras und haben gelernt, ein Wiederkäuersystem, auch wieder ein Wunder der Evolution, wo sie eben dann über Stunden das Gras, was sie mit der Zunge reinbeißen und lecken, das wird dann umgesetzt. So, und diese armen Kühe in den industriemäßigen Hochleistungsanlagen kriegen eben Mais, Soja, also Früchte, die sie früher nicht kannten, die sie nicht wiederkäuen können. Das Ergebnis ist, dass diese Rinder maximal 4 Laktationsperioden haben, den ganzen Tag stehen, keine Bewegung haben, an jede Menge Elektronik angeschlossen sind, um genau den Zuwachs und wie viel Milch und so weiter zu ermitteln. Und das ist so abnorm, dass diese Kühe dann eben schon nach 3 Milchperioden 4 starke Schädchen haben, weil das ganze System des Wiederkäuens ja eben verhindert wird. Und deshalb, Rinder müssen auf der Weide sein. Und das wird dann eine Ökomilch erzeugt, eine gesunde Milch mit gesunden Kühen und dann gesunden Menschen. Und dann ist Ihrer Meinung ja auch der Maisanbau in dieser Form nicht mehr notwendig, wenn ich Sie richtig verstanden habe? Nicht notwendig, nicht ökologisch mehr hinnehmbar. Und was soll dann auf diesen Feldern, die ja nunmehr freistehen, angebaut werden? Also wir brauchen diese Nutzfläche, die wir haben, unbedingt als agrarische Nutzfläche. Und den Wald genauso, weil der Wald kühlt und Humus bildet, aber das wollen wir jetzt nicht behandeln. So, also die Nutzfläche muss bleiben. Aber diese Nutzfläche kann nicht, wie es jetzt ist, mindestens ein Drittel wird eben in die agrarindustrielle Tierproduktion gebracht, eben mit und importiert ja aus den, weiß ich, aus Amerika, Soja und so weiter, alles Glyphosat geprägt. So, das muss zu Ende gehen und deshalb für mich regionales Wirtschaften steht an oberster Stelle. Dieses Mitteleuropa importiert 60% von unserer Nahrung, vor allem aber Tierfutter und auch diese Holz und Importe. Aus armen Ländern, aus Ländern, wo es bleiben muss. Und deshalb, wir hier müssen auf ein regionales Wirtschaften kommen. Und das bedeutet ein Landbau, regenerative Landwirtschaft, also Humusbildung, wieder Grundwasserbildung. Das behandeln wir gleich noch ein bisschen tiefer. Und auf diesen Äckern ist dann nicht immer Ackerbau, sondern großflächig Weidewirtschaft. Der Boden sollte Ruhe finden. Und da sollten dann Klee und Luzerne und Espasette und Arten des Ostens mit tiefen Wurzelsystemen, die Humus bilden, Schwarzerde, diese gesamte temperate Zone südlich eben hier der Laubwälder, also wo da ein bisschen Semiaridität ist, also die Prärien der USA, die Pampa in Südamerika, die Steppen hier von Ungarn fing es an vor ihrer Haustür und dann Ukraine, dann in Mittelasien, Kasachstan, Mongolei, China. Das waren alles Graslandschaften mit weidenden Herden der jungen Kulturen nach der Eiszeit und es waren Nomadenkulturen und die hatten einen Überfluss. Die Tiere liefen vorweg, suchten sich die Weiden der Mensch hinterher mit seinen Familien, die Hirten entstanden und so weiter. So, das war die Zeit einer Harmonie in der Landschaft. Ich habe lange in der Mongolei gearbeitet, vor 40, 50 Jahren genau, 1973 mein erster Einsatz dort. Und da habe ich das noch erlebt. Also Weidewirtschaft, weidende Tiere, Herden, die nicht abgezählt, alles muss verwertet werden, sondern wo ein Viertel natürlichen Todes starb, im Winter die Alten, die Schwachen und ansonsten ein Überfluss. Es war im Sommer Laktation der Pferde, der Schafe, der Ziegen, der Rinder und da wurden Käse gegessen, vor allen Dingen bei den Nomadenvölkern und im Winter dann das Fleisch. Und das war eine, ich denke, die große Zeit eigentlich einer Koevolution Mensch-Natur. Es wurden dann wunderbare Rinderrassen gezüchtet, die Galloways und die Scottish Highlands in den Regionen, bei euch auch. Und diese Rinder waren immer nicht nur nützlich, sondern die waren immer schön. Also diese Züchtung in frühen Zeiten, es waren nicht diese Wohlstandsmenschen, das war immer Schönheit und Nützlichkeit und Gesundheit gehörten zusammen. Und da sind all die, die wir heute so gerne haben, auch die Wasserbüffel, das ist alles da entstanden in diesen Weidekulturen und deshalb für unser Mitteleuropa mit dem Klimawandel, alles was reliefiert ist, die Talränder, die Unterhänge, das sollten Weidelandschaften werden, wo keine Erosion stattfindet. Und mit der Weide entsteht Humus
Und bekannt ist ja, die Weidelandschaften waren Schwarzerdeböden mit großer Intensität Humus angelagert. 1,20 Meter, 1,50 Meter Humusprofile. So habe ich es in der Mongolei noch erlebt. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück. Diesen Podcast-Beitrag widmet Ihnen ja natürlich. Halt! Was? Das ist nicht unser einziger Beitrag zum Klimaschutz, Bauer. Nein, eh nicht, Schweinderl. Aber das sagt man so, wenn man sich an einer Sendung dranhängt. Aber an unserem Klimaschutz hängt ja noch viel mehr dran. Ja, der gesunde Boden, ja? Der so viel CO2 speichert. Ja. Und unser bioregionales Gemüse vorhat nicht weit. Ja. Ja, es hängt alles dran. Ja, natürlich. Das Bio, an dem so viel mehr Klimaschutz dranhängt, gibt's nur bei Billa, Billa Plus, Adig und Sotolite. Was unternimmt Österreich eigentlich gegen den Klimawandel? Wie viel betrogen und bestochen wird im Profisport? Und wieso verdienen Frauen immer noch weniger Geld als Männer? Ich bin Margit Ehrenhöfer. Ich bin Tobias Holub. Wir stellen die brennenden Fragen unserer Zeit. Und die Standard-Redaktion liefert Antworten. Im Thema des Tages, von Montag bis Freitag um 17 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt. Das klingt toll, so viel Humus auf einem Feld. Jetzt werden aber Landwirtinnen und Landwirte vielleicht einwerfen, wir leben von dem Boden, wir leben von dem Ertrag, den wir auf unserem Boden ernten. Wie soll das gehen, wenn so große Flächen, ich glaube, Sie haben jetzt von einem Drittel gesprochen, einfach ein Weideland sein soll? Das ist ja schlicht nicht mehr ertragreich und Landwirtinnen können in diesem Ausmaß ihren Lebensunterhalt wahrscheinlich nicht mehr bestreiten. Ja, das ist ein Fehldenken. So wie wir jetzt die Landwirtschaft betreiben, dass eben riesige Maschinensysteme mit ungeheurem Bodendruck dazu geführt haben und dann ihre Streifen alle 30 Meter, wo sie Jahr ein, Jahr aus praktisch immer die Maschinen lang führen. Das sind Böden, die zerstört sind. In diesen Landschaften ist der Regenwurm ausgestorben. Vielleicht noch auf den Kuppen, wo sich der Boden erneuert. Ansonsten diese Salze, die da alle, die Frühjahrsdüngung, das sind alles Salze, die praktisch die Regenwürmer mit ihrer atmenden Haut eben töten. Dann eben diese fehlende Pflanzenreste, was also nachher kommt in Glyphosat, da sterben dann die kleinen Wildkräuter noch ab. So, und die Regenwürmer brauchen ja den Kohlenstoff, das Kohlenstoffgerüst. So, das ist alles gestört. Und das Ergebnis ist, dass wir auf diesen Äckern eine enorme Erosion haben. Der Niederschlag, der jetzt ja im Sommer immer in Starkregen kommt, also Güsse, dieser Niederschlag geht nicht mehr in den Boden, sondern er rinnt oberflächlich ab. Und jetzt kommt das, was auch überhaupt nicht begriffen ist, in den Senken mit dem Bodenmaterial, dem Schluff, dem Ton und so weiter, steht dieses Wasser dann, versickert auch in den Senken nicht, weil der Regenwurm da auch ausgestorben ist und kann nur noch im kurzen Kreislauf wieder in den Himmel steigen. Also wir haben in diesen Landschaften keine oder eine ganz geringe überhaupt noch Bodenwasserbildung, weil Erosion, dichter Boden, und das kann nicht weiter so subventioniert werden. Hier muss jetzt erstmal wieder Humus wirtschaften, das heißt Zwischenfrüchte über Winter den Boden bedeckt lassen, dann weg von diesen Sommerkulturen, die eben den ganzen Winter über brach liegen, wieder der Boden erosiert. Und wenn dann Pflanzen wachsen, wird Glyphosat gemacht, um wieder nur noch eine Pflanze, den Mais, wachsen zu lassen. Alles andere muss getötet werden. Und das sind Fehlentwicklungen und deshalb die regenerative Landwirtschaft. Und wir haben diese ABL, die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Wir haben ganz viel Wissen, wie wir das handhaben können. Und dann auf einmal, und da wären alle satt mit gesunder Nahrung und die großen Felder, wie in Amerika die Prärien umgebrochen, hier jetzt inzwischen als Leitbild sehen, 800.000 Hektar Einschlag. Das darf nicht sein, denn diese Landschaft muss wieder atmen. Wir brauchen dann Baumreihen. Wir brauchen Gehölze, die wieder assimilieren und Feuchtigkeit geben. Und die Baumreihen oder die Hecken geben dann wieder Laub. Und das Laub ist dann wieder Nahrung für den Regenwurm. Und das ist dann für mich eine Kulturlandschaft mit einer Kultur der Landnutzung, eben mit Schönheit, Bäume, Einzelbäume, Feldeichen, Hecken, mit Vielfalt an Organismen, da kann dann wieder die Singdrossel brüten oder der Baumpieper sein und dann aber eben auch
Atmung, Verdunstung, Kühlung und Wind gebremst in diesen. Und dann, das nennen wir also Agroforsterie, das ist der Begriff aus den USA. Wir nennen das jetzt Obstgehölzfeldfluren, weil die Obstgehölze, die stammen ja alle aus dem Osten, die Äpfel, die wilden Pflaumen, die Kirschen und Aprikosen und so weiter. Und da sind die in der Waldsteppenzone immer auf den Nordhängen oder in den kleinen Gründen. Und das sind dann Gehölze, die eben kleine Blätter haben, harte Blätter haben, wunderbare Früchte liefern. Und das sind dann Landschaften, die nicht produktionslos sind, sondern ökologisches Fleisch von Schafen, Ziegen und so weiter, Kühen liefern. Honig liefern, den man dann garantiert als ökologischen Honig giftfrei und die eben Menschen Arbeitsplatz geben. Und deshalb ist es eine Kultur der Landnutzung, die wir wieder brauchen, die dann uns die Lebensgrundlagen für die Zukunft liefert. Und erreicht das, was wir haben hier. Wir müssen nicht aus dem Ausland holen. Sie haben jetzt ein schönes Bild gezeichnet. Wenn das alles so nicht passiert, wie Sie sich das überlegt haben oder wie Ihre Zukunftsvorstellung ist, wie lange dauert das Ihrer Meinung dann noch, bis das System kippt? Kann das überhaupt kippen oder funktioniert das eh noch ewig? Nein, das ist jetzt schon am Kipppunkt. Wir haben große Teile schon, die trotz der ganzen Dünger, die immer teurer werden, der Pflanzenschutzmittel, die immer teurer werden, alles Erdölbasis, wahnsinnig Energie und der Ertrag steigt nicht mehr. Der Ertrag sinkt, weil der Boden ruiniert ist. Der gestörte Wasserhaushalt. Wasser ist die Grundlage des Lebens. Das alles ist jetzt schon in großen Teilen, wo die Agrarindustrie wirkt, eine zerstörte Landschaft. Und der Tourismus, der früher da war, überall waren die schönen Feldeichen, die Hecken, die Knicks oder die vielen kleinen Gewässer. Auf meinem Umkreis meines Dorfes waren an sich 25 kleine Feldgewässer mit Wasservögeln, mit Wasser, was verdunstete, mit Kröten und Unken, die im Mai ihre Rufe hörten. Das ist alles zugeschüttet, die sind alle trocken und das zeigt eben, wir sind am Ende einer verfehlten Landnutzungspolitik. Wir müssen korrigieren, nicht mehr weitermachen. Und da sind für mich eben grüne Regierungen wichtig und eben Menschen, die noch ein Gefühl haben für eine Landschaft, die schön gesund ist und da Weite ist mit Bäumen. Und das sind so die Anziehungspunkte. Und hier in Mecklenburg-Vorpommern die Sehnsucht nach Stille und Nahrung aus dieser Landschaft. Sie wollen nicht diese Industriemilch da haben. Und da ist zurzeit noch ein Unterbedarf, aber immer mehr stellen um, auch weg von dem vielen Fleisch. Das sind alles Dinge, die praktisch sich zwangsläufig für kluge, aufgeklärte Menschen mit tiefer Naturbeziehung, die muss aufgebaut werden. Die ökologische Bildung, ganz wichtig. Naturliebe, Naturwissen, Naturerhalten, das gehört einfach dazu. Ohne dem kommen wir nicht weiter. Vielen Dank, Herr Suckow, für diese Ausführungen. Eine letzte Frage hätte ich jetzt noch an Sie. Was glauben Sie denn, was ist der zeitliche Horizont, den wir haben, um das alles umzustellen, dass das System eben nicht kippt? Können Sie da eine Zahl nennen? Also diese Erkenntnisse, die ich jetzt so bringe, waren, als ich noch studierte, sprach man noch vom ökologischen Gleichgewicht. Und da war das alles überhaupt nicht vorstellbar. Etwa so seit 2000, also im neuen, mit der Jahrhundert- oder Jahrtausendwende, da auf einmal kamen die Probleme. Und jetzt in den letzten 10 Jahren immer intensiver, immer massiver, diese Erhitzung, dieses Aussterben, ist ja nicht bloß unser Mitteleuropa, die Flüchtlingsströme, die wir jetzt erzeugt haben, die auch mit noch so hohen Mauern nicht zu halten sind, weil riesige Räume, ich habe viel in Afrika gearbeitet, in Äthiopien, ganze Landschaften, alte Kulturlandschaften sind unbewohnbar. Das gleiche gilt für Mittelasien, in China, riesige Wüstengebiete, wo einst mal Steppe war. Und deshalb kann so die Zivilisation nicht erhalten werden. Wir müssen umdenken und das aber immer mit dem Begreifen, dass wir nicht weiter Flüchtlinge produzieren durch unseren Import in unsere Kaufhäuser oder in die Kaufhallen, dass sie das ganze Jahr eben bedient werden mit Aprikosen oder Erdbeeren. Das alles muss sich ändern, sondern regionales Wirtschaften, Vorratswirtschaft, Freude haben, Marmelade kochen, Most machen, aber nicht aus industriemäßigen Anlagen, wo die Bäume dauernd bespritzt werden, sondern gesunde Nahrung, gesunde Menschen. Das ist, was
zwangsläufig jetzt steht und zunehmend begriffen wird. Also ich habe Optimismus, aber erst so seit 10, 15 Jahren, als dann die Greta in Erscheinung trat und dann die Fridays for Future, das sind meine Partner, aufklären, junge Leute aufklären und bei der Entwicklungszusammenarbeit nicht diesen korrupten Regierungen Geld geben, sondern Aufbau von NGOs in den Ländern, denn junge Menschen wollen Zukunft haben. Es ist für mich wirklich begriffen, ich bin nun, habe ein langes, erfülltes Leben, war viel bei Nomadenkulturen in der Mongolei, in Mittelasien, in hier Afrika und sehe eben, wir müssen diese Kulturen als Vorbilder sehen und deshalb erhalten und die nicht auch noch durch das Finanzkapital, was überall eindringt, zerstören und dann kann es vielleicht noch geschafft werden, wieder zukunftsfähig und das heißt für mich enkeltauglich zu werden. Und deshalb mein Wirken und danke Ihnen, Aufklärung, Bildung, ohne die geht's nicht. Danke für das Gespräch. Damit auch ein herzliches Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Was denkt ihr? Muss sich die Landwirtschaft verändern, um fit für die Zukunft zu sein? Schreibt uns euren Kommentar auf derstandard.at/Zukunft. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns doch eine gute Bewertung da. Unterstützen könnt ihr uns, wenn ihr für den Standard zahlt, zum Beispiel mit einem Abo. Alles weitere auf abo.derstandard.at. Die nächste Folge, Edition Zukunft, erscheint wie immer nächste Woche. Bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal. Diesen Podcast-Beitrag widmet Ihnen ja natürlich. Halt! Was? Das ist nicht unser einziger Beitrag zum Klimaschutz, Bauer. Nein, nicht, Schweinderl, aber das sagt man so, wenn man sich an einer Sendung dranhängt. Aber an unserem Klimaschutz hängt ja noch viel mehr dran. Ja, der gesunde Boden, ja, der so viel CO2 speichert, ja, und unser bioregionales Gemüsevorrat nicht weit. Ja, ja, es hängt alles dran. Ja, natürlich. Das Bio, an dem so viel mehr Klimaschutz dranhängt, gibt's nur bei Billa, Billa Plus, Adig und Sotolite. Ich bin Doris Prisching. Und ich bin Michael Steingruber. Und gemeinsam sind wir Serienreif. Das ist der Standard-Podcast über die spannende Welt der Serien. Genau, bei uns erfahren Sie faszinierende Details über House of the Dragon und die Ringe der Macht. Und restlos alles über satanische Spiele in Stranger Things. Wir widmen uns Seriengrößen von Obi-Wan Kenobi bis zu RuPaul. Und zerlegen die neueste Marvel-Serie. Wenn nötig. Serienreif, euer Streaming-Podcast. Jeden zweiten Donnerstag eine neue Folge. Yeah.